Seele Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. So, Freunde, da ist er zurück von der Dienstreise an die Ostsee, wieder in seinem Schlosspark, Burgpark. Ja, 48 Stunden noch, dann fängt die Bundesliga wieder an. In Leipzig soll es 35 Grad warm werden und RB Leipzig hat gerade eine Mitteilung herausgebracht, dass jeder Wasser mit ins Stadion bringen darf. Ich hatte vermutet Red Bull oder so. Ist ja normalerweise nicht erlaubt, dass man in Stadien geht und Getränke mitbringt. Aber RB Leipzig, menschenfreundlicher Verein, sagt ja, bringt euer Wasser mit. Und reduziert auf 1,50, glaube ich, der Wasserpreis im Stadion, haben die Schalke auch gemacht neulich. Wasser sollte generell sehr preiswert sein in den Fußballstadien. So, es geht also los. Und Heidenheim ist heute schon Conference League Qualifikation gegen einen schwedischen Verein unterwegs. Nicht böse sein, ich werde das nicht gucken. Läuft auf sportschau.de, aber das wird mir dann doch vielleicht alles ein bisschen zu viel. Hoppla. Lieber erinnere ich mich, denn Olli, mein Freund Olli, hat mir ein schönes Foto geschickt, finde ich wirklich niedlich. Olli, danke dafür. Hier seht ihr Rudi Assauer, Uwe Seeler und Fritz Walter in Schwarz-Weiß. Boah, das waren Männer, alle drei. Schöne Erinnerung, das Trikot ist irgendwie Eintracht Braunschweig oder sowas. Muss ein Benefizspiel gewesen sein. Es gab ja die Uwe Seeler Traditionsmannschaft. Und in der Uwe Seeler Traditionsmannschaft habe ich zwar nicht gespielt, aber ich habe sie ein paar Mal begleitet und moderieren dürfen. Das war immer toll, mit den großen Fußballstars von gestern zusammen zu sein. Und das in erster Linie natürlich mit Uwe Seeler. Guckt aus dem Himmel zu und lächelt. Über seinen HSV vielleicht auch. Ja, also, es geht wieder los. Bundesliga wird getippt rauf und runter. Und nur Lothar Matthäus hatte von den Sky-Experten darauf getippt, dass Bayern München deutscher Meister wird. Alle anderen Bayer Leverkusen. Ich habe heute auch so einen Schein wieder ausgefüllt mit der Endtabelle und ich gestehe, dass ich die Bayern nach vorne geschrieben habe. Ob das gut, richtig oder falsch war, keine Ahnung. Aber es ist einfach nur so ein Gefühl, dass sie es dies Jahr oder in dieser Saison wieder schaffen werden. So, in Heidenheim wird also auf Europa gehofft. In Hoffenheim hofft man auf Ruhe. Da ist ja Trouble, nachdem Herr Rosen da rausgeschmissen wurde. Ist ein Teil der Fans auf die Barrikaden gegangen und plant also für Samstag, ich habe schon drüber gesprochen, ernsthafte Maßnahmen. Die haben tatsächlich gesagt, jetzt ist Krieg. Ich finde, man sollte diesen Begriff wirklich in unserer Gesellschaft nicht für Streitigkeiten verwenden. Ja, es gibt Streitigkeiten, es gibt Ungereimtheiten, ich weiß nicht was. Aber wisst ihr eigentlich, was Krieg ist? Also schreibt nicht so ein dummes Zeug. Ja? Auch wenn es nur eine Metapher sein sollte. Bin gespannt, wie das ausgehen wird da. Ich bin da. Soll auch 30 Grad heiß werden. Nicht so wie in Leipzig. Aber wie gesagt, da ist das Wasser ja preisgesenkt und man darf es mit ins Stadion nehmen. Freunde, ich bin, das sage ich so oft in letzter Zeit, kaputt wiedergekommen, gerade aus dem hohen Norden. Der Zug war brechend voll, aber sensationell. Bis auf 10 Minuten pünktlich. Was ist nur mit der Bahn los? Macht man sich ja Sorgen. Also, herzliche Ball, morgen wieder neu. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.